Das ist Meat Boy. Das ist Spinach Girl. Sie ist verliebt in Meat Boy. Und Meat Boy liebt sie. Das ist Dr. Fetus. Niemand liebt Dr. Fetus. Deshalb passt Dr. Fetus dich. Aber noch wichtiger, Dr. Fetus hasst Meat Boy. Also verdrosch er ihn. Und entführte Bandage Girl. Worauf wartest du also? Rette sie endlich, Held! Super Meat Boy, mein neues Let's Play. Hallo, ich bin Siano257. Und das ist der Anfang eines neuen Projekts. Ich werde mal ganz schnell was dazu erklären. Ich bin bereits im Spiel in der letzten Welt, bin fast durch. Aber habe keine Lust, meinen Spielstand zu löschen. Trotzdem möchte ich SLP. Deshalb benutze ich einfach meinen Spielstand, weil es ist so einfach dasselbe Spiel. Nur, dass ich halt schon die ersten paar Welten geschafft habe. Dieses Projekt wird sehr unregelmäßig kommen, weil ich es auf 780p hochlade. Also in HD, und das wird eine Weile dauern. So, Kapitel 1. The Forest. So, okay, fangen wir gleich mal an. Boah, ist so ungewohnt. Ich spiele gerade auf Kleinbildschirm übrigens. Oh, verfehlt. Naja, trotzdem Great Abschluss. Naja, also, was kann Meat Boy? Er kann an Wänden springen und... Naja, ich habe schon mal einen Let's Show zu diesem Spiel gemacht. So, er kann einen langen Sprung, einen kurzen Sprung, er kann einfach alles... Er ist einfach ein viel besserer Held als unser italienischer Freund. So. Nein, ich werde das Spiel nicht auf 100% LP'en, da ich es selbst noch nicht auf 100% gemacht habe. Habe ich vor... Ach, da ist eine Warp Zone. Warp Zones sind so zusätzliche Kapitel. Zeige ich jetzt nochmal ganz schnell. Ich glaube, die Warp Zones werde ich jetzt auch nicht groß zeigen. Hier nochmal schnell demonstrieren. Man ist ein 8-Bit Meat Boy und ich habe... Oh, cool. ja. Da hat man beispielsweise nur 3 Leben. Sonst hat man eigentlich unendliche Leben. Hier nur nicht. Oh. Ah, scheiße. Natürlich werde ich im LP deutlich schlechter sein, denke mal. Ja. Ah, scheiße. Genau das meine ich. Die Warp Zones. Ey, ich bin gesprungen, du Sack. Die Warp Zones habe ich selbst noch nicht alle gemacht. Ich werde, wie gesagt. Ich bin zwar. Gesprungen, scheiß drauf. Ich habe sie noch nicht alle gemacht. Ich werde, wie gesagt, das Spiel nicht 100% zeigen. Und das zählt für mich zu den 100% dazu. Haben wir hier einen Kind Neustart? Ach, scheiß drauf. Ich töte mir einfach da oben. Och, komm her, Hase, kannst du mich töten? Hase, bleib... Dankeschön. Nein, Great A Plus zählt zwar auch dazu, ich werde es probieren, vielleicht ganz eventuell, wenn es mir nicht zu sehr auf den Sack geht. Ja. Ich hält. Ernsthaft. Das war gerade so ein beschissener Tod von mir. Krüppel Bandage, also warte, wie hieß die? Ich hab's vergessen. Noch eine Warp Zone. Fick dich. Die hatte ich im Let's Show auch schon. Auf die habe ich echt keinen Bock. Ich töte mich mal ganz schnell in den Stacheln. Ich hab nämlich auf die überhaupt keinen Bock. Ich will jetzt gerade einfach nur erstmal die Hauptwelt zeigen. Ja. Moment, wieso mache ich das Level nochmal? Ach, scheiß drauf. Ich mach's einfach. Trollolol. Das Meat Boy immer stets so fröhlich ist, ist erstaunlich. Ist genau... Mein Gamepad kratzt hier ab. Mein Gamepad hat heute Probleme. Wieso? Liegt's daran, weil es Kleinbild ist, oder...
Also Fenstermodus. Ach, was mache ich denn nicht jetzt? Trollolol. Sehr genialer Soundtrack, der von Super Meat Boy, kann ich nur empfehlen, finde ich persönlich sehr geil. Und hier, diese Plattformen lösen sich auf und ich habe keinen blassen Schimmer, wie man dieses Bandage kommen soll. Muss ich mal Cola 381 fragen. Ja. Ich habe echt erstmal meinem ersten durch... Spring, wenn ich es dir sage, Meat Boy. Nee, ich habe in meinem ersten Durchlauf... Fuck you! Nee, ich komme mir nicht zum Reden. Also in meinem privaten Spielstand, der ja das hier auch ist, habe ich einfach erstmal auf die Bandages geschissen, weil ich erstmal das Spiel durchhaben wollte und dann die 100%. Der akzeptiert meinen X-Knopf nicht, habe ich langsam so das Gefühl. Boah. Die erste Welt ist sehr leicht, muss man dazu sagen. Ich finde, das Spiel wird erst schwer ab Welt 4. Was ist dein Problem? Habe ich Freitag zu viel Meat Boy gesuchtet oder was ist jetzt dein fucking Problem, Meat Boy? Mit dem Da, er springt einfach nicht. Ich drücke wie wilder auf den Knopf hier. Komm. Held. Ich glaube, mein Gamepad hat ein bisschen gelitten am Wochenende, als ich Meat Boy gesuchtet habe. Ich glaube, daran wird es liegen. So. Und da ist noch eine Warp-Zone. Nur da oben in der Ecke. Wollte ich mal gezeigt haben. Auch wenn ich sie jetzt nicht so demonstriert habe. Wollte einfach nur mal sagen, dass deine ist. Ja, wie gesagt, erste Welt. Was soll man groß schon erwarten von dieser Welt? Ehrlich. Ach so, das ist ein Boden. Ach so, das war Boden. Okay. Okay. Spring! Meat Boy, bitte. Das ist gerade so mein Problem. Meat Boy will einfach nicht springen, aber scheiß drauf, jetzt bin ich hier bei Bandage Girl. So das Spielprinzip mal ganz schön noch mal so nebenbei erklären. Typisches Jump'n'Run. Nein, Geschicklichkeit Jump'n'Run muss man dazu sagen und Meat Boy wird nicht springen wieder mal. Ich glaube mein Gamepad gibt echt langsam den Geist auf jeden Fall der A-Knopf. Der Rest funktioniert eigentlich noch, aber der A-Knopf ist gerade der zum Springen und ich glaube den habe ich ein bisschen zu Tode gedrückt und ja, jetzt hat er gerade gehangen. Zu Tode gedrückt am Wochenende, weil ich hatte so eine richtig große Suchtphase und wieso. Ich bin hier im LP vertieft, das ist schrecklich. Ich sollte mich mehr aufs Spiel konzentrieren. Los, töte mich. Da hat gerade wieder mein Gamepad gehangen, falls man es nicht gesehen hat, wie Meat Boy sich da rumgegreckt hat. Oh. Genau, ey! Da wollte er schon wieder beispielsweise nicht springen, genau wie jetzt, aber es ist so eine Angewohnheit, vielleicht liegt es auch einfach daran, es ist so eine Angewohnheit von mir immer den A und den X-Knopf gleichzeitig zu drücken. Das liegt einfach daran, weil ich sehr viel mit weiten Sprüngen arbeite. Nein, aber ich wollte was zum Spielprinzip erklären. Und zwar, es gibt 20 Level in jeder Welt. Man muss eigentlich immer nur... Also nicht in jeder Welt, Spoiler. Da muss man nicht alle erledigen, sondern nur 17, um zum Boss zu kommen. Und ja, Boss bedeutet dann Welt geschafft und dann sind alle glücklich und irgendwie direkt sieht das Spiel hier gerade einen ab. Da, seht ihr? Oh, wieso? Meat Boy, was ist heute dein Problem? Boah, das ist ja richtig schlimm. Das ist ja richtig hardcore heute. Was habe ich mit Meat Boy gemacht, bitte? Die Dark World überlege ich noch, ob ich sie mir zeige. Das ist erstmal so ein schnell so ein Demonstrierpart und Meat Boy greckt sich ja richtig einen ab hier. Nein, Meat Boy! Gut. Der normale Sprungknopf hier. So. Du willst es nicht anders kommen? Genau, da schaffe ich es dann nicht. Das ist mein Problem dabei. Aber. Mit eins meiner absoluten Lieblingsspiele, Super Meat Boy, einfach geil, das Ding. Ist das schon das letzte Level? Ich will mal eins probieren. Das funktioniert tatsächlich. Ja, ich hätte unten stehen bleiben können. Wie ewig ich schon nicht mehr in der ersten Welt war. Ich habe in Welt 4 so verdammt lange gebraucht. Na gut, Welt 5 war schlimmer. Moment mal. Fällt mir gerade mal so nebenbei was auf. Ist das sogar... Sage ich gleich.
Ja. Nee, doch, ich gehe oben lang. Wieso bin ich jetzt gerade nicht oben lang gegangen? Scheiß drauf. Come on! Let's go! Ja. Ach ja. Ach, da oben ist die Warp-Zone interessant. Ich glaube, der hat ihn noch nicht gesehen. Na komm! Dankeschön. Und da nochmal hoch. Und Dankeschön. Und zu Bandage Girl. Du gehst jetzt zu Bandage Girl. Das mal jetzt nochmal schnell auf A+. Weil am Ende hat jetzt gerade mein Controller gehangen und da schon wieder. Oder es liegt einfach im Fenstermodus. Vielleicht mag das Spiel einfach keinen Fenstermodus. Ich habe keine Ahnung. Ich habe es bis vorher noch nie im Fenstermodus gespielt, außer einmal im LP. Und da habe ich es auch nicht so in diesem Fenstermodus gespielt. Ah! Ja, nee. Auch Norton nervt nicht. Komm. So. Muss mir auch konzentrieren. Bei diesem Spiel. Das Spiel ist jetzt nicht gerade leicht. Dankeschön. Ach, scheiße, war bloß jetzt. Nee, es war noch nicht das letzte. Oh, stimmt ja. Da kommt ja was. Und ich renne auch noch rein, ich Held. Was war das? Genau. Ach Gott. Na komm. So. So will ich das haben. So, dann einmal du. Dann einmal du, dann springen, dann hinter, dann habe ich Freizeit, dann dahin, dann darunter, dann dahin und dann springen und dann wieder darunter, dann dahin, dann da. Man muss sagen, jetzt wo ich so in der letzten Welt auf bin, fällt einem das erst so leicht. So, genau, dann haben wir es hier geschafft, 20 Level. Die letzten beiden hatte ich nie auf A+. Interessant. So. Und dann kommt der Boss. Den habe ich schon besiegt, sonst würde das Logo hier anders aussehen. Dann wäre es, glaube ich, schwarz und dann haben wir da weißer Totenkopf drauf, der keine X-Augen hat. Und dann machen wir jetzt den Boss. Und dieser Boss hat einfach so ein verdammt episches Lied und die Eichhörnchen stürzen sich in den Tod. Nur für mich! Danke, Eichhörnchen! Ja. Und ich hoffe, dass ich für diesen Boss jetzt nicht allzu lange brauche, weil es schwer ist ja nicht. Die Bosse in Meat Boy sind eigentlich nie besonders schwer gewesen. Waren sie nie, werden sie nie sein. Außer der Endboss. Ich weiß nicht, wie der Endboss ist und ich stelle mich hier gerade auch an wie der letzte Depp. Das kann man hier ganz schön abgehakt haben und da ist Liz Lager übrigens. Der rennt da hinter mir her und hat Bandage Girl auf sich drauf. Ja, ich stelle mich mal schnell hier hin. Dann renne ich hier durch und habe es nicht geschafft. Ich habe den Boss einfach so ewig nicht mehr gemacht. Seine Taktik habe ich auch gerade nicht mehr so raus. Hopf. Aber ich schaffe ihn heute auf jeden Fall. Wäre schlimm, wenn nicht. Genau das. So, und... Ach, komm. Oh, aber dieses Lied ist einfach so geil. Und wenn ich über 15 Minuten brauche, dann braucht das ehrlich ewig zum Rennen. Aber scheiß drauf. Es ist Meat Boy. Wenn ich... Wird auch in 480p hochgeladen. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es einfach nur geil. Ach, come on. Ich lasse mich einfach darunter sliden. Meine Zeit habe ich ja, Liz Lager ist langsam wie sonst was. Und wenn ich... Hier muss man beispielsweise die ganze Zeit rennen, sonst schafft man das nicht. Würde ich... Ist so meiner... Ich stell mich an! Ernsthaft? Im Let's Show habe ich es damals nicht geschafft, weil ich einfach im Nachhinein ist mir wieder eingefallen. Ich habe im Nachhinein wieder gemacht, weil mich das dann so aufgepisst hat. Und also das Let's Show, als ich auch mal die Anno 25-7 gemacht hat, genau hier war die Stelle. Wow. Ja, da hätten wir schon. Der Boss. Nein, genau. Ich hält. Och nö, komm. Ja, da ist gerade mein Laptop.
Bildschirm schwarz geworden. Keine Ahnung wieso. Wieso er schwarz geworden ist. Macht er sonst doch nie. Sonst ist er nicht so unhöflich. Ich hält. Ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt, dass er schwarz geworden ist. Aber... echt, da habe ich das Level fast geschafft. Ich hält und dann komme ich da nicht hoch. Och, come on. Ja, fick dich. Das pisst mich jetzt an. Noch einmal warten. Ja, Eichhörnchen stürzt euch in den Tod. Wie sonst was. Tschüss. Und ja. Oh, da kommt er schon. Ah, Hilfe. Weg. Kusch. Oh, fick dich. Da habe ich mir echt gerade ein bisschen zu viel Zeit gelassen. Bei Bossen gibt es aber kein A+. Sind einfach Bosse, brauchen immer selbst ihre Zeit, bis sie selbstständig K.O. gehen. Ich stelle mich heute an wie so ein Besenkter. Keine Ahnung, was weiß ich. Ich bin heute auch ein bisschen... ach, come on. Ja, was soll das denn bitte? Das lief auch schon mal besser. Allgemein, LPs ziehen jetzt Skill in den Arsch, ernsthaft. Privat habe ich sogar annähernd schon Meat Boy Skill, könnte man behaupten. Also, privat bin ich gar nicht mal so schlecht in dem Game. Nur, komm, Dankeschön. Und jetzt folgt eine epische Sequenz. So, das war's dann. Ich hab... wieso habe ich die anderen Level in der Dunkelwelt noch nicht gemacht? Keine Ahnung. Dark World, ich nenne sie mal Dark World. Okay. Das war's dann mit dem ersten Part von Let's Play Super Meat Boy. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann geht's im nächsten Part weiter mit Chapter 2, The Hospital. Ja. Das war jetzt ein Probepart, könnte man sagen. Ob sie jetzt wirklich in 720p hochgeladen wird, keine Ahnung. Ihr wisst es dann. Ich wollte eigentlich vor den Ferien nichts mehr hochladen. Das war jetzt eine Ausnahme. Ich gehe jetzt in die Ferien. Morgen kommt The Binding of Isaac für mich an. Dann habe ich das zum Suchten. Und ich bin Seano257 und ciao.